Hi, mein Name ist Dominik und ich habe Informationstechnik an der DHBW in Karlsruhe studiert und bin jetzt im Oktober fertig geworden. Hallo, mein Name ist Benjamin und ich habe Maschinenbau an der DHBW Karlsruhe studiert, bin jetzt auch im Oktober fertig geworden und wir sind beide bei EGO. Wir haben zusammen eine interdisziplinäre Studienarbeit durchgeführt, durften das Thema auch frei wählen und so kam eben das Team von Plant Alive zustande. Dahinter steckt ein smarter Blumentopf, der selbstständig mitdenkt und die Pflanze automatisiert gießt, wenn sie Wasser benötigt. Wir sind beide ziemliche Tüftler und wollten was Nachhaltiges und auch Alltagstaugliches entwickeln. Und dann ist uns eingefallen, dass unsere Pflanzen daheim immer kaputt gehen. Und das Problem wollten wir einfach anpacken und eine Lösung bieten. Die Studienarbeit wird normalerweise an der Dualen Hochschule in Karlsruhe durchgeführt. Dementsprechend konnten wir viel daheim machen, hatten allerdings auch Unterstützung vom Betrieb. Also gerade bei der Erstellung von Schaltkreisen hat uns die Ausbildungsakademie echt unterstützt. Aus mechanischer Sicht besteht das Produkt aus 4 Hauptkomponenten. Einmal dem Außengehäuse, dem Deckel, dem Innentopf und dem Display. Die Elektronik beinhaltet 3 Sensoren, die unseren Topf erst wirklich intelligent machen. Damit können wir Feuchtigkeit, Temperatur und den Füllstand vom Wassertank messen und dann eben einen adaptiven Gießvorgang realisieren und Benachrichtigungen geben, beispielsweise wenn der Wassertank leer ist. Und die Kombination aus der App, dem Display und eben der Sensorik macht aus einem gewöhnlichen Gegenstand ein smartes Produkt. Nachdem das Produkt dann fertiggestellt war, war der nächste Schritt die Vermarktung. Und da wir beide echt Vollbluttechniker sind, hatten wir da wenig Ahnung von. Und so war es eben toll, von dem großen Firmennetzwerk zu profitieren und dann auch die Unterstützung zu erfahren. Der ganze Zuspruch und das positive Feedback haben uns dann so extrem motiviert, dass wir auf jeden Fall dranbleiben wollen. Unsere nächsten Schritte sind jetzt ein neuer Prototyp und auf jeden Fall auch der Ausbau der App. Für uns war es echt toll, so einen Produktentwicklungszyklus durchzuführen. Also von der Konzeptphase bis hin zur Fertigstellung von unserem Produkt. Und auch so der Blick über den technischen Tellerrand hinaus in das Marketing war echt mal interessant und kann man, denke ich, auch mitnehmen ins Berufsleben. Nur durch das duale Format konnten wir überhaupt so eine interdisziplinäre Studienarbeit durchführen. Und wir haben uns echt gefreut, dass uns da EGO so gut unterstützt hat. Wir sind auch echt glücklich darüber, dass wir mittlerweile jetzt in die Entwicklung von EGO übernommen wurden und unsere Leidenschaft für Technik ausleben dürfen.